Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema heute ist Leben mit Diabetes, also mit der Zuckerkrankheit. Als Gast und Experte haben wir Herrn Prof. Dr. Erhard Siegel aus Heidelberg gewonnen. Er ist Chefarzt und Direktor der Abteilung für Gastroenterologie und Innere Medizin und Diabetologie an dem Krankenhaus dort. Herr Professor Siegel, wie lebt man mit Diabetes, wenn man diese Diagnose bekommt? Ja, es ist als erstes natürlich für alle Neudiagnosen ist es ein Schock. Das ist ganz klar. Kann man reden, wie man will. Ich habe eine Erkrankung, ich habe eine chronische Erkrankung und diese Erkrankung habe ich mein Leben lang. Ja. Kann ich damit normal leben heute mit den Möglichkeiten? Genau, wir haben ja eine unglaubliche Vielzahl mittlerweile an Möglichkeiten. Ich kann damit ein weitgehend normales Leben führen, vor allem als Typ-1-Diabetes-Patient. Das ist der Diabetes, bei dem die Bauchspeicheldrüse komplett ausfällt in ihrer Funktion. Ganz genau, die kein Insulin mehr produziert. Das heißt, ich muss allerdings meinen Körper kennenlernen. Ich muss wissen, wie reagiert mein Körper auf Kohlenhydrate, auf Bewegung. Was passiert, wenn ich reise? Was passiert, wenn ich einen Infekt habe? Was passiert, wenn ich Sport treibe? Das heißt, der Zucker geht ja hoch, der geht runter und dementsprechend muss ich reagieren, ich muss Insulin geben oder ich muss entsprechend Glukose zuführen, damit ich einen weitgehend normalen Stoffwechsel habe. Und dann kann ich, wenn ich das verstehe, kann ich ein wirklich normales Leben führen. Ich kann Hochleistungssportler werden. Ich komme gerade zurück aus Berlin, wo wir einen FC Diabetologie haben und gegen den FC Bundestag gespielt haben und da bei uns in der Mannschaft spielt auch Matthias Steiner. Matthias Steiner, Olympiasieger im Gewichtheben, Typ-1-Diabetiker. Ja, der macht einen unglaublichen Leistungssport. Also man kann mit Diabetes wirklich Hochleistungen bringen. Das heißt, ich muss aber dann immer als Typ-1-Diabetiker meinen Blutzucker selbst kontrollieren und kann demnach entscheiden, wie viel Insulin ich mir dann spritze. Ganz genau. Und das kann man lernen. Das kann man lernen. Das heißt, und das ist das A und das O. Was ist das Wichtigste? Schulung. Das heißt, ich muss wirklich zu Profis, die mir genau diese Botschaft beibringen. Und ich kann damit auch, ich sag mal so, normal alt werden. Und ich werde damit normal alt. Gute Nachricht. Zweite Frage. Typ-2-Diabetiker, also sagen wir mal der ältere Mensch, der eine solche Form des Insulinverlustes erlebt. Wie lebt der normal mit seinem Diabetes? Ja, der Typ-2-Diabetes war ja früher der Altersdiabetes. Mein jüngster Typ-2-Diabetes-Patient ist 18 Jahre alt. Das heißt, durch die Veränderung der Umwelt und der Zunahme des Gewichts ist es natürlich so, dass viele junge Menschen einen Typ-2-Diabetes entwickeln. Und da ist natürlich der Alltag häufig ein anderer, denn ich muss ja eigentlich alles ändern. Und wenn ich mal etwas antrainiert habe, über Jahrzehnte das zu verändern, also Bewegung wieder täglich reinzubringen, Ernährungsgewohnheiten zu verändern, das ist schon eine Herausforderung. Also da unterscheidet sich der Typ-2-Diabetes vom Typ-1-Diabetes. Also fast noch mehr individuelle Schulung. Ja, ganz genau. Das heißt, dass dieser Typ-2-Diabetiker nicht alleine damit eingestellt ist, dass er jeden Tag seinen Blutzucker misst und ihn aufschreibt. Das ist nicht zwingend notwendig, sondern der gesamte Stoffwechsel muss natürlich auf allen Ebenen muss der kontrolliert werden. Wie ist denn die Therapie des Typ-2-Diabetes? Die Therapie des Typ-2-Diabetes ist heute eine individualisierte. Das heißt, wir gucken wirklich danach, was für Komplikationen liegen vor. Und je nachdem, welche Komplikationen vorhanden sind oder wenn keine vorhanden sind, beginnen wir mit bestimmten Medikamenten. Wir haben ein großes Portfolio, einen großen Bauchplan. Und nicht, vor allem in der Regel, starten wir heute nicht mehr mit Insulin. Denn der Typ-2-Diabetes-Patient hat in der Regel genügend Insulin, im Gegensatz zum Typ-1-Diabetes. Bei ihm wirkt aber das Insulin nicht. Das heißt, ich brauche Medikamente, um die Wirkung in der Peripherie, in der Muskulatur, eben so zu verbessern, dass der Blutzucker auch nachher in die Zelle rein kann und nicht mehr irgendwo im Blutgefäßsystem vorhanden ist. Dann liegt es für mich nahe, dass man diesem Patienten auch körperliche Bewegung, also muskuläre Aktivität empfiehlt, denn das verbraucht ja auch Zucker. Bewegung ist eines der wesentlichen Punkte in der Behandlung auch des Typ-2-Diabetes. Und damit könnte man Medikamente und Insulin sparen? Einsparen, ja. Das klingt ja wunderbar. Das heißt also, man müsste sich dann mehr belasten, mehr Aktivität zeigen. Das ist ein wesentlicher Punkt, der Lifestyle, der verändert werden muss. Häufig braucht man aber eben zusätzlich unterstützend auch Medikamente.
Und der kann dann auch wieder normal alt werden. Der kann normal alt werden, wenn er sich entsprechend auch an seine Situation vermeiden. Ja, wunderbar. Professor Siegel, vielen Dank für diese positiven Aussagen zum Diabetes. Das freut uns sehr, denn man kann mit Diabetes normal leben. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass Sie uns zugeschaut haben. Und bleiben Sie uns gewogen. Und wenn Sie Lust haben, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Da können Sie alles nochmal nachlesen und nachhören. Und bis dann, bis zum nächsten Mal.